wie mit dem man im schmalspurigen Jugendzimmer ebenso etwas anfangen kann wie im ausladenden Familiengarten. Das eigenhändige Basteln der Modelle ist am schönsten, sagen die einen. Von einer vollelektrischen Steuerung schwärmen die anderen. Fahrplangerecht fahren wollen die Dritten. So, dritten Beecher 405. Auf diesen professionell geleiteten Auktionen, von denen es in diversen Städten jährlich insgesamt ein halbes Dutzend geben mag, trifft sich die Crème der Sammler mit verschlossener Miene, um den Nachbarn nur ja nicht anmerken zu lassen, wie heiß sie das Stück begehren, das er gerade besichtigt. Altes Spielzeug ist hoch im Kurs. Und zu einer Zeit, in der die Philosophie der Modelltreue bei Modellbahnern so ernst genommen wird wie nie zuvor, sind konträrerweise die Spielzeugsammler bereit, für ein Spielzeug, dem jegliche Modellähnlichkeit fehlt, ein Mehrfaches zu bezahlen. Modellbahner supern und altern ihre Fahrzeuge, wie dieser Film an Beispielen zeigen wird. Modellmäßig gewinnen sie dadurch an Wert, als Sammelobjekt verlieren sie total. 100% Wert hat nur das unbeschädigte und unveränderte Spielzeug in der Originalschachtel, weil durch normalen Gebrauch so wenig davon übrig bleibt. Wenn Sie wollen, ja, Linie, hier für diesen Wagen 40 Mark. Wer bietet hier mehr als 40? 45 im Saal, 40, 45 zum ersten, zweiten und 45 zum dritten, Bieter 140. Position 6, Packwagen, grün mit Flachdach, 20 Mark, 20 Mark. Wer bietet 10 Mark für den Wagen? 10 geboten zum ersten, 10 zum zweiten und zum dritten auf dem Bieten. Versteigerer sind Vertrauenspersonen. Aber smarte Leute treiben mit ungeschulten Sammlern Schindluder. Jeder kann unbedruckte Bierwagen kaufen, mit Adressenabziehbildern bekleben und als wertvolles Sammelgut anpreisen. Das Bild zeigt echte und falsche Bierwagen. Aus Modellsicht ist echt, was ein Vorbild hat, und nicht die Adresse einer x-beliebigen Firma, die ein Werbegeschenk machen will. Die falschen Bierwagen haben eigentlich Wert null. Die Sammler zahlen freiwillig und überflüssig mehr. Der Northlander Triebwagenzug ist ein gesuchtes Sammelobjekt um ca. 1500 Mark. Darum gibt es längst Nachbauten aus Ersatzteilen und absolute Fälschungen. Lackierung und Nummerierung verraten sie. Mit dem Jubiläumskrokodil wird es in wenigen Jahren genauso gehen, ist zu befürchten. Da Namen eine Qualitätsgarantie sind, gibt es sogar echte und falsche Originalverpackungen. Sammelvitrine und Fahranlage sind kein Widerspruch, wie diese praktische Lösung beweist. Junge Modellbahner können parallel zu den wohlbetuchten Spielzeugsammlern modellgetreue Fahrzeuge nach übergeordneten Verkehrsthemen sammeln. Etwa den Siegeszug der Elektrolokomotive gegenüber der Dampflok. Oder die andere Formgebung in Amerika und Europa. Eine schöne Vitrine, auch für Laien, ist eine Sammlung historischer Zugeinheiten. Die Modellbahner werden in Zukunft den Wertbegriff des Sammelns verändern. Die Miniatur ist für sie Kunst in der Technik, da sie Informationsgehalt hat und ästhetisch befriedigt. Der Modellbahner supert und altert, um ein Fahrzeug mit seinen Veränderungen im Ablauf der Dienstzeit darstellen zu können. Konservative Sammler werden das so tolerieren müssen wie umgekehrt.
Auch das hat einen ideellen Wert. Eine deutsche Gebirgslokomotive in allen Umbau- und Lackiervarianten nachgestaltet, die je auf Strecke waren. Auch die Modellvitrine in H0 wird von kostspieligen Handarbeitsmodellen geziert, die Seltenheitswert haben, als Original und als Modell. Aber es gibt dann auch Großserienmodelle, die es einem Sterblichen ermöglichen, beim Sammeln mitzuhalten. Wegen der faszinierenden technischen Entwicklung ist das Sammeln international und bis in die Gegenwart reizvoll. Zugeinheiten zusammenzustellen heißt, über Verkehrsaufgaben informiert zu sein. Diese Shay-Lokomotive wurde gebaut, um auf Behelfsschienen Baumriesen aus den Wäldern transportieren zu können. Informierte Sammler wissen viel über Wirtschaftskämpfe und die Leidenschaften in der Verkehrspolitik, zum Beispiel Lokomotiven mit Wagen oder Triebwagenzüge. Elektrolok oder Verbrennungsmotor, Gasturbine oder Diesel. Neues Transportmittel für das nächste Jahrtausend oder Höchstgeschwindigkeitszüge der Eisenbahn auf separierter Trasse. Internationaler Städteschnellverkehr im Stundentakt. Sammelobjekt kann das erstaunlich bunte Angebot an Reisezugwagen für den Personenverkehr sein. Und selbstverständlich die exotische Formenfülle von Güterwagen. Die historische Entwicklung wird immer nachvollzogen, aber das zeitliche Nebeneinander mit unterschiedlichsten Lösungen in verschiedenen Ländern ist ebenso interessant. Auch sammelnde Modellbahner sollten darauf hinarbeiten, ihre Verkehrsmodelle wenigstens auf einer kleinen Anlage in Betrieb zu nehmen. Jede Lok und jeder Wagen soll vorbildgerecht und gut fahren. Dafür gibt es neue Hilfsmittel. Beispielsweise kann man auf der Strecke einen Langsamfahrwiderstand einbauen, damit ein talwärts fahrender Zug
vorschriftsmäßig bremst, auch wenn am Trafo nicht richtig aufgepasst wird. Das funktioniert sogar richtungsabhängig auf ein und derselben Schiene recht gut. Man muss aber bei allen Zubauten beachten, dass nicht die Wirkung des einen elektronischen Bausteins die des anderen aufhebt. Alle Lokomotiven fahren zu schnell. Je kleiner die Spurweite, desto peinlicher ist das. Und lächerlich sind Rangierloks, die Hochgeschwindigkeitszüge überholen. Deswegen kann man sie in einen Block einbauen, der sie bei gleicher Trafostellung gegenüber anderen zurückhält. Nichts davon erspart dem Modellbahner das Sauberhalten der Schienen und Fahrzeuge. Aber nicht immer hilft das Putzen allein. Beispielsweise kann man durch neue und größere Stromabnehmer für besseren Kontakt sorgen. Eine gut gepflegte Oberleitung gibt weniger Anlass zu Ärger. Wurde ein Jahr intensiv gefahren, müssen sowohl die Kontaktkohlen am Motor wie die Haftreifen an den Rädern gewechselt werden. Das verbessert die Zugkraft spürbar. Ist man erst einmal über die Ersatzteile ins Basteln geraten, geht man auch gerne noch einen Schritt weiter. Und die Industrie nützt das aus. Es ist jetzt üblich, Supermodelle auszuliefern, denen ein Tütchen mit Zubehör beiliegt, das man erst ausschneiden, anstecken, ankleben und anschrauben muss, ehe Wagen oder Lok so aussehen, wie sie im Katalog gepriesen werden. Etwa eine halbe Arbeitsstunde pro Lok und Wagen nimmt der geduldige Modellbahner seiner Industrie ab, ohne dadurch viel zu sparen, und ohne vorher nach seiner Lust gefragt worden zu sein. Die Freude am Hobby wird vorausgesetzt. Ist ein Modell so schön gesupert, bemängelt man wieder die Fahreigenschaften.
Zusätzliche Stromabnehmer sollen Kontaktfehler vermeiden helfen. Die Lokomotiven sind zu schnell, aber die Zugkraft reicht nicht auf jedem Streckenabschnitt aus. Man hilft sich mit einer zusätzlichen Schublok. Oder man koppelt den Zug mit einer Lok, die auch als Modell mit zwei Motoren ausgerüstet ist. Der Verzicht auf die Geldausgabe für den zweiten Motor steht in keinem Verhältnis zum Leistungsgewinn. Gerade auf dem Gebiet des Antriebs können Bastler sehr einfach große Wirkung erzielen. Wie man sieht, läuft der Tender dem Fahrgestell seiner Lokomotive davon. Für fein ausgearbeitete Loks gibt es Motortender, die der eigentliche Antrieb sind. Hängt man so einen leicht umzubauenden Tender hinter eine andere Lok, die ihren Motor eingebaut hat, ist deren Zugkraft verdoppelt. Die nächste Stufe ist das Supern, das mit den Fahreigenschaften nichts mehr zu tun hat. Es kann umlackiert oder auch nur gealtert werden. Neben Pinsel und Farbe gehört auch ein Lötkolben dazu, mit dem man ganz vorsichtig Altersdellen in den Werkstoff einbringt. Eine Wahnsinnsvorstellung für Sammler, aber die hohe Schule des Modellbaus nach Vorbild. Jahrelang konkurrierten die Firmen mit unterschiedlichen Kupplungen, die nicht zueinander passten und obendrein zu große Abstände zwischen den Wagen ließen. Modellbahner, die weite Kurven mit großen Radien gebaut haben, dürfen auf Kurzkupplungen umbauen, die sämtliche Wagen dichter zusammenfassen. Hierbei kann auch die internationale Norm eingehalten werden. Der Modellbahner bezahlt pro Fahrzeug ein paar Mark und Umbauzeit, weil nicht grundsätzlich in ein Angebot für unkomplizierte Kindertischbahnen und anspruchsvolle Modellbahnen getrennt wird. Da das Modellbahn-Hobby besser floriert als die reine Kinderbahn und ganz komplizierte Modelle auch für Kinder angeboten werden, versteht man eigentlich nicht, warum das so ist. Schließlich hat man Modelle fertig, die jedes Museum anerkennen würde.
Sogar die neuen Autos können durch Seife den matten Schutzüberzug bekommen, auf den sie Anspruch haben. Bei der Modelltreue stören die überhöhten Sicherheitsschienen der Kinderbahn, aber sie lassen sich gegen ein kleineres und niedrigeres Profil eintauschen. Modellgetreues Code 70 Material für H0 gibt es fix und fertig und zum Selbstbau. Aber Vorsicht, alle Räder müssen ausgetauscht und oder die Spurkränze abgeschliffen werden, weil die Fahrzeuge sonst stecken bleiben oder man klebt die Schienen ohne Gleisklammern. Wagen können auch von Ungeschickten selbst gebaut werden. Für Lokomotiven ist man sehr lange auf Fertigbaukästen angewiesen, bis man die Zusammenhänge der Funktion richtig begriffen hat und nunmehr die Konstruktion durchschaut. Selbstbauten. Die Krönung des Werkstattbaus ist sicher das Zusammensetzen einer Live-Steam-Lokomotive. Denn man muss auch Teile, die sich stark erhitzen und sehr viel Kraft aufnehmen, auf Hundertstel eines Millimeters genau bearbeiten und Räume schaffen, in denen mit recht starkem Überdruck Energie erzeugt wird. Modellbahn kann jeder als das verstehen, was ihm Spaß macht. Gelegenheit zur Fernsteuerung. Zur Arbeit mit Holz und Farbe. Gelegenheit zum Spiel mit der Elektronik und zur strategischen Erarbeitung von Fahrleistungsplänen. Zum Aufbau einer verkehrshistorischen Sammlung. Zur kreativen Konstruktion und Gestaltung, zur romantischen Träumerei, dem Vergessen des Alltags, in den wir jetzt wieder zurückkehren.